Topfgucker TV empfiehlt. Ich zeige euch jetzt in meinem Wildkräuterbeet, was verwendbar ist. Zuerst nehme ich Löwenzahn. Löwenzahn ist in jedem Garten vorhanden. Er muss ganz klein gepflückt werden, sonst ist er zu bitter und nicht mehr zu verwenden. Genauso gut geht Wiesenkümmel. Wiesenkümmel findet man in Wiesen ebenso häufig. Sinnvollerweise würde man ihn im Garten anbauen, da er auf der Wiese schlecht zu finden ist oder Verwechslungsgefahr droht. Vogelmiere findet sich genauso in jedem Garten. Alles muss sehr, sehr klein gepflückt werden. Was im Korb ist, kommt sofort in die Schüssel dann. Es wird nicht nochmal sortiert, also lange Stiele müssen sofort entfernt werden. Eine Wegerichart ist Hirschhornwegerich. Man könnte genauso gut Spitzwegerich verwenden oder winzige Blätter von Breitwegerich. Einige Senfblätter bringen etwas Würze in unseren Salat. Fiederblättchen vom Bronzefenchel oder auch vom grünen Fenchel, Borretsch. Ich nehme heute für den Salat Dinge, die in Ihrem Garten vermutlich auch zu finden sind. Hornfeilchen können wir ebenso mit verwenden. Allerdings sollten sie dann selbst gezogen sein und nicht aus dem Gartenmarkt kommen, weil wir nichts über die Düngung der Pflanze wissen können. Hier haben wir den römischen Ampfer. Das ist eine Art des Sauerampfers. Schmeckt leicht säuerlich. Schöne pfeilförmige Blätter. Der Blutampfer hat ein rot gebändertes Blatt. Auch die Blüten vom Schnittlauch könnte man gut im Salat verwenden, aber genauso gut für Frischkäsezubereitungen oder Quarkspeisen. Ein wichtiges Salatkraut ist die Pimpinelle. Jetzt haben wir einige Dinge für unseren Salat zusammen. Wir werden jetzt unseren Salat anrichten. Ich habe jetzt euch inzwischen den Wildkräutersalat gewaschen. Es sind heute besonders viele Rosenblätter drin, aber das wird dann extra gut schmecken. Zu unserem Wildrosensalat oder Wildkräutersalat habe ich ein Dressing gemacht, was aus einheimischen Pfirsichen besteht. Es gibt so einen sogenannten Erzgebirgspfirsich, der eigentlich unansehnlich aussieht, nicht so groß und prächtig ist, aber dafür pikant eingelegt wunderbar schmeckt. Ich habe diesen Pfirsich in einen Mixer getan und das Dressing gemixt. Dazu kommt sächsisches Safransalz von der einzigen Safranplantage, die es im Dresdner Raum gibt, und zwar bei Stolpen in Lauterbach. Und dort werden Safranblüten gesammelt und dieses Salz wird hier besonders gut dazu passen. Es gibt noch einen kleinen Schluck vom Sauerampferöl. Sauerampfer eingelegt mit Sonnenblumenöl. Und jetzt kommen die Pfirsiche darauf. Ich möchte Sie willkommen heißen auf Hof Landsprosse, den Wildkräuterhof in Mittelsachsen. Kommen Sie vorbei, schauen Sie unter Landsprosse, wann Wildkräuterwanderung oder Wildkräuterbrand stattfindet. Guten Appetit! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de